Herzlich willkommen, lieber Zwilling, zu deiner Tarotkartenlegung für die 31. Kalenderwoche, die am 31. Juli beginnt und bis zum 6. August geht. Es ist die erste Woche im August und dieser Monat beginnt am 1. August mit einem Vollmond. Danach werden die Energien wieder entspannter. Ich bin auf jeden Fall gespannt, was die Karten uns so verraten werden, wie deine Woche werden wird, lieber Zwilling. Ja, und mit welchen Energien die Woche bei dir einhergeht. So, hier haben wir schon mal die Hauptlegung. Dann brauchen wir noch eine Karte von der Mondenergie. Okay, das war sie. Und eine letzte und erste einleitende Karte. Und da haben wir den Teufel. Eine Verlockung, eine Versuchung wartet in dieser Woche auf dich. Es könnte sein, dass du dich zu einer Person sehr, sehr stark angezogen fühlst, ne? Und dass es zwischen euch beiden wirklich etwas Magisches hat. Also hier gibt es jemanden, ja, gibt es eine starke Anziehungskraft, eine starke körperliche Anziehungskraft zu jemandem. Aber der Teufel ist auch manchmal eine gewisse Warnung, ne? Dass man ja sich darüber bewusst sein soll, was man da tut, ne? Und auch nicht in eine Extreme verfallen sollte, weil dann könnte die Gefahr bestehen, lieber Zwilling, dass du dich hier verlieren könntest, ne? Dass du dich zu sehr von dir selbst entfernst. Es ist wichtig, dass du deine innere Mitte findest. Ja, und der Teufel ist auch oft eben eine Prüfung, bei der man seine eigenen Schattenseite begegnet. Und ja, seine Schattenseite ist nicht seine böse Seite, ne? Seine Schattenseite ist nur im Schatten, weil man sie nicht auslebt oder weil man sich das selber nicht angucken mag oder weil man irgendwie, ja, etwas vielleicht unbegründeterweise in den Schatten verbannt. Es ist manchmal sehr wichtig, sich diesen Themen zu widmen und sich genau anzugucken, wer man im Gesamten ist, ne? Und sich als volles Sein, mit seinem vollen Sein, als volles Individuum annehmen lernt. Und wenn man das tut, dann kann der Teufel hier eine sehr schöne, lebensbejahende Energie sein. Der Teufel möchte dich dazu bringen, dass du Licht ins Dunkel bringst und Verantwortung für deine Taten und für deine Bedürfnisse, deine Begierde und dein Verlangen übernimmst. Dass du lernst, deine Anlagen, deine Antriebe, ne? Deine Begierde, dass du diese Themen über dich lernst, also worum es da eigentlich geht, und es in die richtige Bahn lenkt, in eine Bahn, mit der du hinter der du selber stehen kannst, ne? Und wenn einem das gelungen ist, dann kann man sich auch voll und ganz auf diese starke, leidenschaftliche Energie einlassen. Dann hat man nichts zu befürchten. Ja, denn der Teufel kann dir auch unheimlich viele schöne, lebensbejahende Momente schenken. Es geht hier um die Lebendigkeit, um sich damit, sich mit seinen Urtrieben zu beschäftigen und mit der Lebenslust letztendlich, ne? Ja, wir schauen mal, lieber Zwilling, um was es hier genau geht. Das ist schon mal hier eine sehr gute ausgleichende Energie, die mir sagt, dass du letztendlich ganz genau weißt, wer du bist und ein gutes Selbstwertgefühl hast. Auch in der Lage bist, Grenzen zu setzen, stabile Verhältnisse zu schaffen und Klarheit in deine sozialen Beziehungen zu bringen, ne? Dass man hier für klare Verhältnisse sorgt, dass man voneinander weiß, woran man ist, ne? Woran man ist einfach. Also
hier sehe ich einfach bei dir so eine gewisse Grundstabilität und das ist sehr, sehr positiv. Dann zeigt sich hier ein Prinz der Scheiben. Und lieber Zwilling, diese Karte kann für dich stehen oder sie steht für dein Gegenüber. Hier zeigt sich eine Person im Element Erde. Erde wäre zum Beispiel Steinbock, was sich hier auch im Teufel sehr stark widerspiegelt. Steinbock, Stier oder Jungfrau. Steinbock zeigt sich auch hier sehr stark, ne? Interessant, vielleicht hast du es wirklich mit Steinbock zu tun. Aber natürlich kann diese Person auch ein anderes Sternzeichen haben und natürlich kann diese Energie auch allein für dich sprechen. Wenn du eine Familie hast, dann kann der Prinz der Scheiben auch für deinen Sohn oder deine Tochter sprechen. Der Prinz der Scheiben ist auf jeden Fall eher eine junge Person, jemand, der unerfahren ist. Du als Prinz der Scheiben könntest zum Beispiel etwas Neues in dieser Woche im handwerklichen Bereich lernen oder im technischen Bereich oder im Bereich von Ordnung und Struktur, Gartenarbeit und Haushalt, ne? So diese Sphäre. Oder du hast es auf der Arbeit mit einem neuen Auszubildenden oder einer neuen Auszubildenden zu tun. Das könnte auch sein, ne? Es ist auf jeden Fall irgendwie eher so ein Mensch, der ein Lehrling ist, der etwas lernt. Dieser Mensch hat ganz schön im Moment mit sich zu kämpfen. Plagt sich mit negativen Gedanken, Schuldgefühlen womöglich oder Selbstvorwürfe oder einfach Ärger. Einfach Ärger über etwas. Negative Gedanken, negative Überzeugungen, Pessimismus. Ja, aber es scheint mir so, als würde dieser Mensch das allmählich überwinden können und so zur eigenen Schaffenskraft kommen. Ja, es geht diesen Menschen auch darum, oder du mit diesen Menschen oder eben als dieser Mensch, die eigenen Ideen und Vorstellungen in die Tat umzusetzen. Vielleicht, ja, es könnte zum Beispiel wirklich so sein. Es ist ein sehr banales Beispiel, aber das fällt mir jetzt wirklich ein, dass du für deine Wohnung einen neuen Tisch haben möchtest. Aber du hast ein ganz besonderes Design vor Auge, ne? Also irgendwas, irgendeine abgefahrene Idee ist dir gekommen. Und du musst dafür etwas Neues lernen im handwerklichen Bereich, um das so gestalten zu können, ne? Und vielleicht hast du das auch noch nie gemacht, mit Holz zu arbeiten. Und du fängst an, vielleicht irgendwie wurde dir früher mal gesagt, dass du ungeschickt bist im Werken und du hast so ein bisschen am Anfang mit dir zu kämpfen, ob dir das wirklich gelingt. Aber letztendlich sehe ich hier sehr viel Erfolg, dass du deine Idee schon in die Tat umsetzen kannst und du hier sehr viel Motivation zeigst, sehr viel Initiative, sehr viel Ausdauer auch, ne? Dass du auch mit der Zeit daran Spaß empfindest, dich mit diesem Holz, mit Holz und diesen Werken auseinanderzusetzen. Ja, das wäre jetzt so ein Beispiel, was mir hier einfällt. Der Teufel, ich habe jetzt am Anfang diesen Teufel sehr auf eine Beziehung hin interpretiert, ne? Wir schauen uns mal an, wie es weitergeht, aber der Teufel kann auch für Ehrgeiz stehen, ne? Und man sagt ja auch immer, der Teufel steckt im Detail. Es ist auch ein Perfektionismus, ist auch eine Form von Extreme. Also bei jeglicher Extreme, die du zeigst in dieser Woche, solltest du so ein bisschen hellhörig werden und dir die Gründe genauer angucken. Also auch übertriebener Perfektionismus ist hier zu vermeiden, könnte das Ergebnis behindern, ne? In der Vergangenheit warst du mit einigen Dingen in deiner Umgebung etwas unzufrieden. Du hast eine gewisse Bilanz gezogen in deinem Leben. Du hast so einen Schnitt gemacht und dir überlegt, okay, was hatte bislang Erfolg, was nicht, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen. Und dir sind einige Unstimmigkeiten aufgefallen, auch gerade im Bereich des Zuhauses. Deswegen passt dieser Tisch auch so gut. Vielleicht willst du wirklich dein Zuhause ein bisschen auffrischen, ja, oder im Bereich der Finanzen oder im Bereich deines Berufes, dass du irgendwie, ja,
hier nicht richtig zum Zuge kommst. So ein Eindruck zeigt sich hier. Also, dass du so einen Eindruck über die letzte Zeit hattest, ne? Und du gehst es jetzt an, du packst es jetzt an mit einer gewissen Vernunft, gehst du hier an die Sache. Und hier zeigt sich der Magier. Du ergreifst die Initiative, du kommst ins Machen. In Sachen Beziehung zeigt sich hier auch, dass du wirklich sehr gute Verführungskünste aktuell hast. Ja, und jemanden für dich gewinnen kannst, ne? Jemanden von dir überzeugen kannst, jemanden, auf den du sehr faszinierend wirkst und den du selber auch sehr anziehend findest. Ja, du bist der Magier deines Lebens, ne? Das kann sich dann halt im Beruf beruflich auswirken, dass du dir einen Tisch, einen selbstdesignten Tisch zauberst. Ja, oder eine sehr verführerische, verlockende Situation im romantischen Sinne schaffst, ne? Ich sehe dich auf jeden Fall hier, egal was dir durch den Sinn geht, die Initiative ergreifen. Dir ist es wichtig, deine Vorstellungen, deine Gedanken in die Tat umzusetzen. Und du hast hier sehr viel Leidenschaft, sehr viel Ehrgeiz, ne? In dein Unterbewusstsein ein Ritter der Stäbe. Und der Ritter der Stäbe ist eine Person im Feuerelement. Schütze, Widder, Löwe. Und auch da gilt das Gleiche. Entweder gilt diese Karte für dich oder für eine Person in deiner Umgebung, die womöglich ein Feuerzeichen ist, aber auch jedes andere Sternzeichen haben kann. Wenn dies eine andere Person ist, dann spielt diese Person womöglich gar nicht so eine präsente Rolle in dieser Woche. Aber ihr seid schon so stark verbunden, dass ihr euch nicht unbedingt körperlich nah sein müsst, um euch verbunden zu fühlen. Ne, man könnte sogar auch von einer Seelenverbundenheit in gewisser Hinsicht sprechen. Diese Karte könnte aber auch auf dich abzielen, denn du hast im Moment so viel Macherenergie, lieber Zwilling. Und der Ritter der Stäbe ist auf jeden Fall ein sehr selbstständiger Mensch, der voll ins Tun kommt und die Dinge in die Hand nimmt, ins Machen kommt, zur Tat schreitet und etwas, was ihm persönlich sehr am Herzen liegt, in die Tat umsetzen möchte, ne? In die Wirklichkeit umsetzen möchte. Eine sehr leidenschaftliche Person, sehr feurig. Sexualität und der Ausdruck von Sexualität könnte hier auch eine Rolle spielen. Dass du für jemanden Feuer gefangen hast oder dass jemand und oder jemand für dich Feuer fängt, ne? Was denkt der Ritter der Stäbe? Der denkt an die Prinzessin der Schwerter. Das könnte sehr gut du sein, denn hier haben wir eine Person in Luftzeichen. Außer du hast das mit einem Luftzeichen zu tun, ne? Ein anderer Zwilling, Wassermann, Waage, dann könnte das vertauscht sein. Auf jeden Fall, dieser Ritter der Stäbe scheint wirklich die andere Person zu lieben. Ne? Entwickelt neue, liebevolle Gefühle für diese Person und einen neuen Bezug zur Liebe. Und dass dieser Mensch an diesen Menschen denkt, dass diese neue Liebe in seinem Leben entsteht und dass er diesen Menschen kennengelernt hat, scheint für diesen Menschen ein großer Gewinn zu sein. Was bedeutet der Ritter der Stäbe? Man ist wirklich sehr... Man ist wirklich ein sehr gutes Team. Unabhängig davon, ob das jetzt hier eine romantische Beziehung oder eine Geschäftsbeziehung oder eine familiäre Beziehung ist. Man ist hier ein sehr gutes Team. Man findet zusammen eine sehr kreative, einzigartige Lösung. Da sprudelt auch so die Schaffenskraft, wenn ihr aufeinander trefft. Ihr habt ein sehr gutes, angenehmes Verhältnis. Ihr seid ein sehr gutes Team und ergänzt euch auch sehr gut. Womöglich könnte diese Person dann Schütze sein. Zusammen werdet ihr auch viele Gespräche führen und auch und verschiedene Perspektiven miteinander teilen. Und das bringt dich auch auf neue Ideen, auf neue Gedanken, auf einen neuen Blick auf deine Umgebung, ne? Eine neue Idee, eine neue geistige Bewegung, die dadurch in dir entsteht. Also der andere Mensch inspiriert dich auch sehr. Ja, hier kommt die neue Idee, ne? Sehr schön.
die neuen Einsichten, eine Situation klärt sich für dich, du schöpfst wieder neue Zuversicht, da kommt viel Inspiration auf dich zu, plötzlich scheinen diese Probleme auf jeden Fall lösbar und mehr als lösbar, ne? Vielleicht also auch nicht mehr so schwer, viel, viel leichter zu lösen, schon fast wie weggeblasen, ne? Also schon fast, diese Probleme lösen sich dann schon fast wieder in Luft auf. Vielleicht erfährst du auch etwas Wichtiges, vielleicht erfährst du etwas über einen dieser Menschen, die hier eine Rolle spielen, was dir einfach noch einiges erhellen wird, ne? Also da können auch interessante, wichtige Gespräche auf dich zukommen. Ja, viele von euch könnten verliebt sein. Ich sehe hier auf jeden Fall eine wirklich verspielte, optimistische, freie Energie in euch aufblühen. Ihr könntet euch reaktiviert fühlen, ihr könntet euch sehr belebt fühlen. Frühlingsgefühle zeigen sich hier sehr stark. Also du bekommst hier auf jeden Fall neue Motivation. Und womöglich verliebst du dich in dieser Woche oder bist wieder verliebt oder verliebst dich in das Leben. Das könnte auch sein, ne? Auf jeden Fall sehe ich hier sehr viel Optimismus und Kraft auf dich zukommen. Das alles hat mit einem Prinzen der Stäbe zu tun. Und dann haben wir hier womöglich hier die gleiche Person. Das wäre besonders bei Widder und Stier der Fall. Aber das könnte natürlich auch die gleiche Person sein. Schütze, Löwe, ne? Oder ein anderes Sternzeichen, auch denkbar. Der Prinz oder du als Prinz der Stäbe, lieber Zwilling, dass du beginnst, Feuer zu fangen. Im positiven Sinne, ne? Begeisterung zu entwickeln und neue Lebendigkeit. Und dass man dir das auch ansieht, ne? Dass auch andere Leute bemerken. Aber natürlich könntest du auch diesen Menschen in deiner Umgebung haben, der auch eben sehr dynamisch ist, risikofreudig. Vielleicht machst du dich mit diesem Menschen auch auf eine Reise. Ich sehe hier eine Reise. Auf jeden Fall wird dieser Mensch eine wichtige Entscheidung treffen, die einen neuen Weg in seinem Leben oder ihrem Leben kennzeichnet. Man beschließt hier auch wegweisende Entscheidungen, ne? Und es geht um den Prinzen der Stäbe. Das entscheidet dieser Mensch allein für sich selbst, aus sich selbst heraus und scheint für die Entwicklung dieses Menschen auch sehr, sehr wichtig zu sein, dieser neue Weg. Aber du, so dauerhaft, lieber Zwilling, möchtest du gerne, also in deiner Beziehung möchtest du mehr Kommunikation, dauerhaft gesehen, und möchtest hier zu einem gleichberechtigten, fairen Verhältnis kommen, den anderen voll und ganz verstehen lernen, alles offen den anderen ausdiskutieren. Das ist dir wichtig. In beruflicher Hinsicht ist es dir wichtig, dass du dir jetzt in den nächsten Wochen und Monaten einen funktionierenden Plan entwickelst, ne? Du möchtest hier zu Schlussfolgerungen kommen, die für dich stimmig sind. Du möchtest, dass diese neuen Ideen, die jetzt in dir erwecken, heranreifen und dir ein volles Bild der Wirklichkeit verschaffen. Du möchtest hier einfach doch womöglich auch mehr Zeit dich den Gedanken widmen. Ja, aber zuerst kommt der Teufel, ne? Dann kommt erst der Teufel. Wow. Das ist hier die gleiche Karte, ne? Die Herausforderung kommt also eher am Ende der Woche, eher in diesem ersten Wochenende im August. Ja, und du bist belebt, du bist hier voller Ehrgeiz, mutig, risikobereit. Ja, aber lieber Zwilling, versuche den Kopf dabei nicht zu verlieren, ne? Sonst könntest du ja in eine brenzliche Situation geraten. Ja, versuche dennoch nicht zu leichtsinnig zu sein, ne? Oder ja, einfach jede Form von Extreme vermeiden und versuchen wieder dann in die Mitte zu kommen, sich über die eigenen Triebe, die eigene Dränge mehr bewusst werden, ne? Was einen da so antreibt und wohin das führen könnte.
Es ist wichtig, dass du hier Verantwortung übernimmst, ne? Und dann wird alles gut. Dann kannst du aus dieser Energie eben viel auch machen, ne? Es kann auch eine wirklich sehr tolle Energie sein, die dir sehr viel Leidenschaft und Ehrgeiz schenkt, ne? Und eben im partnerschaftlichen Bereich ist natürlich dann diese körperliche Anziehungskraft enorm. Und das kann halt auch wirklich unheimlich schön sein, ne? Auch da ist es eben so unterschiedlich, ne? Ja, falls es in deiner Partnerschaft toxische Beziehungsstrukturen gibt, sollten die auf jeden Fall auch so ein bisschen angesprochen werden, aufgedeckt werden, beleuchtet werden. Aber wenn deine Partnerschaft frei ist von toxischen Beziehungsstrukturen oder größtenteils, ne? Also ich meine, es lässt sich wahrscheinlich nicht so ganz komplett vermeiden. Es lässt sich natürlich nicht vermeiden, ne? Nichts ist ideal. Aber wenn sie nahezu frei ist von toxischen Strukturen, ja, dann kann man sich eben so voll und ganz den anderen hingeben, ne? Und dann ist das natürlich eine sehr schöne, belebende Energie, die dir Lebensfreude und Lebenslust schenken wird. Ja, es wird auf jeden Fall eine spannende Woche für dich, lieber Zwilling. Und was sagt die Mondenergie zu deiner Situation? Deine Hingabe wird getestet. Der Teufel, ne? Also, ja, auch hier wird wieder von einem Test gesprochen. Ja, das ist irgendwie sehr spannend, verlockend. Es wird einfach aufregend, die nächste Woche in deinem Leben, lieber Zwilling. Ich wünsche dir auf jeden Fall eine angenehme Woche mit vielen schönen Erlebnissen und dass die Energien sich sehr positiv in deinem Leben zeigen. Von Herzen alles Gute und bis bald mal wieder. Hat dir dieses Video gefallen? Du hast aber noch offene Fragen und möchtest persönlich beraten werden? In meinem Etsy-Shop kannst du eine persönliche Legung für dich buchen. Ich freue mich auf dich.